Im Alter von 31 Jahren war ich ein Bauarbeiter. Bei einem meiner Jobs habe ich mir durch einen eigenen Fehler die rechte Hand schwer gebrochen. Ich habe mich mehreren Operationen unterzogen. Um meine Schmerzen zu lindern, riet mir der Arzt, Schmerzmittel zu nehmen. Später wurde ich abhängig von Schmerzmitteln, und ich brauche sie bis zum heutigen Tag. Das gibt mir ein Gefühl der Zufriedenheit. Es gab eine Zeit, in der ich beschloss, keine Schmerzmittel zu nehmen. Ich fühlte mich eher wie ein Drogensüchtiger als ein Mensch, der an einer Krankheit leidet. Deshalb habe ich ein freiverkäufliches Schmerzmittel gefunden. Ich war der Meinung, dass dieses Schmerzmittel nicht so abhängig sein sollte. Ich möchte einfach nur leben, und chronische Schmerzen können verheerende Auswirkungen auf das Leben haben. Ich muss jeden Tag eine Menge Schmerzmittel nehmen. Manche Leute denken vielleicht, dass ich bei der Einnahme dieser Schmerzmittel einen Rausch verspüre. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wenn ich diese Schmerztabletten nehme, spüre ich sie nicht so stark. Ich konnte diese Droge bei jedem Atemzug schmecken. Es war ein ekelhafter Geschmack. Wir alle sind uns dieses unangenehmen Geschmacks bewusst. Obwohl dieses Medikament rezeptfrei erhältlich ist, müssen Sie es in verschiedenen Geschäften kaufen, wenn Sie es in großen Mengen benötigen. Ich habe es nicht streng nach Vorschrift eingenommen, sondern jedes Mal, wenn ich Schmerzen hatte. Eines Wintermorgens hatte ich eine schlimme Erkältung. Ich dachte, es könnte eine Grippe sein, und nahm ein Erkältungsmittel. Aber am nächsten Tag erholte ich mich nicht, und am Abend nahm ich viel mehr Schmerzmittel. Ich habe sie genommen, obwohl ich mich sehr krank fühlte. Ich hatte das Gefühl, ich würde sterben. Während dieser Zeit war ich auf mich allein gestellt. Denn zu diesem Zeitpunkt waren meine Frau und ich bereits getrennt. Ich weiß nicht, ob es die Drogen waren oder etwas anderes, das mich mürrisch machte. Also beschlossen wir, uns für eine Weile zu trennen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschieden. An diesem Abend kam meine Frau zu mir nach Hause und sagte mir, ich solle ins Krankenhaus gehen. Mein Tinnitus war so schlimm, dass es sich anfühlte, als wäre ich in Wasser getaucht. Ich konnte nicht mehr aufstehen und mir war so schwindelig. Es war auch sehr schwer zu atmen. Der Arzt dachte, ich hätte nur eine schlimme Grippe und gab mir ein Antibiotikum. Ich habe dem Arzt nicht gesagt, dass ich viele Schmerzmittel genommen habe. Alle um mich herum wussten, dass ich Schmerzmittel nahm, aber sie kannten die Menge nicht. Ich könnte mir 20 Pillen in die Hand geben, einen Schluck Wasser nehmen und sie einfach alle schlucken. Überhaupt kein Problem. Da ich so krank war, reduzierte ich die Anzahl der Schmerzmittel, die ich einnahm. In der vierten Nacht, in der ich krank war, konnte ich kaum noch etwas hören. Ich spürte Schmerzen in meinen Muskeln und hatte zunehmend Schwierigkeiten beim Atmen. An diesem Abend kam meine Frau zu mir nach Hause. Viele Erinnerungen sind verschwommen. Ich erinnere mich, dass ich den Rest der Tabletten geschluckt hatte, bevor meine Frau eintraf. Meine Frau sah, dass es mir schlecht ging und brachte mich in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses. Während des Transports fiel mir das Atmen sehr schwer. Ich glaube, es war die Sauerstoffmaske, die ich abnehmen konnte und die mir die Schwester sofort wieder aufsetzte. Ich erinnere mich, dass sie damals nicht sehr glücklich mit mir war. Jedes Mal, wenn ich versuchte, die Maske abzunehmen, setzte sie sie wieder auf. Dann kam ich ins Krankenhaus und wusste, dass es mir schlecht ging und ich keine Zeit mehr hatte. Ich sagte zu dem Arzt, bitte sagen Sie meiner Frau und meinen Kindern, dass ich sie liebe. Es war sehr wichtig, diese Worte zu sagen.
Ich wusste, dass ich tot war. In dem Moment, als ich diese Worte sagte, fühlte ich mich erleichtert. Nachdem ich mich tagelang abgemüht hatte, war es, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre. Zuerst konnte ich die Stimmen der Ärzte und Krankenschwestern hören, die mir das Leben retteten. Ich konnte ihre Verzweiflung spüren. Vor meinen Augen begann es dunkel zu werden. Und die Farben in meinem Blickfeld wechselten von hell zu matt, dann immer dunkler und schließlich schwarz. Ich hatte ein unglaubliches Gefühl des Schwebens, wie bei einer Achterbahnfahrt. Ich hatte das Gefühl, dass mein Magen durchhängt. Ich wusste, dass ich meinen Körper verlassen würde. Ich fühle mich jetzt viel besser. Der Schmerz der letzten Tage ist verschwunden. Ich kann mühelos atmen und mein Gehör hat sich wieder normalisiert. Mir ist nicht mehr übel. Leider währte dieser Frieden nicht lange. Die Ruhe, die ich in den letzten Sekunden genossen hatte, war im Begriff zu verschwinden. Ich war entsetzt. Stellen Sie sich vor, Sie hören plötzlich einen hohen Schrei in der Stille der Nacht. Könnte das mein Ziel sein? Die Hölle ist real. Sie ist voller Schmutz und Bösem und in einem nicht enden wollenden Kreislauf, wenn Schlangen das Tier sind, das man am meisten fürchtet. Machen Sie sich darauf gefasst, dass sie überall auf ihnen herumkrabbeln und sich vielleicht sogar in ihre Haut eingraben. Und es wird nie aufhören. Als ich aus der Dunkelheit herauskroch, kam ich zu einem roten Raum. Das Rot wurde tiefer und tiefer. Alles um mich herum war rot. Nur die Farbschattierungen waren unterschiedlich. Ich befand mich auf einem roten Laufsteg. Verwesung und Gestank waren in jeder Ecke zu finden. Es gab für mich keine Möglichkeit, von hier wegzukommen. Ich habe weder Leben noch Pflanzen gesehen. Ich hatte den Eindruck, dass dies eine tote Welt war. Früher gab es hier Leben, aber das ist schon lange verschwunden. Es gab Überreste von Bäumen und zerfallenden Gebäuden. Sie ähnelte einer Nachkriegsstadt. Dann hörte ich Stimmen. Ich hörte nicht den Gesang der Vögel oder das Lachen von Freunden. Was ich hörte, waren Schmerzensschreie, die Schreie der Gefolterten. Überall um mich herum waren solche Geräusche. Ich glaube, ich habe die tiefsten Abgründe der Hölle noch nicht erreicht. Jetzt bin ich allein. Die Atmosphäre ist bedrückend. Der Geruch dieser Einöde ist ekelerregend. Es riecht nach Tod. Wie der Geruch eines verwesenden Tieres, wie der Geruch eines alten Hauskellers. Mir war zum Kotzen zumute und es gab keinen Ort, an dem ich entkommen konnte. Es war sehr heiß und stickig, ähnlich dem Gefühl, das man hat, wenn man den Ofen zum ersten Mal einschaltet. Ich begann, den Steg entlang zu gehen und versuchte, die anderen zu finden. Gleichzeitig hatte ich große Angst davor, wem ich vorfinden würde. Die Schreie der anderen Seelen waren zu hören, aber niemand war zu sehen. Ich bin bis zum Ende des Laufstegs gegangen. Jeder Schritt, den ich tat, war schwer. Als ich das Ende erreichte, befanden sich unter mir Ungeheuer. Es waren schreckliche Bestien. Diese Monster wurden in der Hölle geboren. Sie hatten große Münder, so groß, dass sie mich ganz verschlucken konnten. Ich konnte ihre scharfen Zähne sehen. Es war, als ob sie sich auf meine Ankunft gefreut hätten. Unzählige Augen starren mich an. Wenn ich in diese Augen blicke, spüre ich Angst. Sie sind empfindsam, als ob ihre Nahrung meine innere Angst ist. Ich bin machtlos, mich dagegen zu wehren. Ich falle über die Kante. Sie sind mit Schleim bedeckt. Mein Fall ist schnell. Nach einer Weile fand ich mich auf dem Laufsteg wieder.
Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, aber ich war wieder in meinem Körper. Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt. Der Arzt verabreichte mir eine Hämodialyse, um das gesamte Aspirin aus meinem Körper zu entfernen. Die Ärzte sagten meiner Frau, dass meine Überlebenschancen sehr gering seien. Meinem Körper war mehrere Tage lang Sauerstoff entzogen worden. Alle Organe versagten. Ich wurde in einem Krankenhauszimmer geweckt, wo ich eine Sauerstoffmaske trug und einen Schlauch im Hals hatte. Es war ein sehr merkwürdiges Gefühl. In den nächsten Tagen verbesserte sich mein Zustand allmählich. Ich wurde auf eine allgemeine Station verlegt. Ich war so dankbar, eine so liebevolle Familie zu haben. Sie kamen mich jeden Tag besuchen. Ich fühlte mich dabei warm. Eine letzte Erinnerung: Die Hölle gibt es wirklich. Es ist beängstigender, als Sie sich vorstellen können.